ein Geschirrtuch für die Küche mit dem eingewebten historischen Bild des Freisinger Dombergs. Das ist einer der Artikel aus dem neuen Dombergladen. Wein und Pralinen, Geschenkpapier, der Freisinger Bär als Stofftier oder Cremes aus der Hofapotheke. Christoph Kürzeder, der Direktor des Diözesanmuseums und strategischer Projektleiter für die Neugestaltung des Freisinger Dombergs, will im neuen Laden keinen Konsum, sondern bietet Waren von ganz besonderen Produzenten. Absolut, und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil die haben sofort gemerkt, wo geht's hin, wo ist vielleicht auch ihr Platz da. Und wir haben ja nicht nur die Lokalen hier, wir arbeiten ja auch mit den Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammen, auch hier mit dem kirchlichen Netz auch ganz bewusst. Und was wieder ganz schön war, dass diese etwas ferneren, wie jetzt der Freisinger Hof in der Wachau oder auch, jetzt sage ich mal, Mittenwald als Kerngebiet sozusagen ehemaliges des Fürstbistums, dass die Leute auch sofort wieder diese Beziehung herstellen, obwohl die ja schon über 200 Jahre her ist und trotzdem eine Form von, naja, von Nähe und vielleicht sogar Identifikation bedeutet. So wie bei den Produkten von Lisa Lettenmeier. Die Freisinger Apothekerin hatte sich sehr über die Anfrage zur Zusammenarbeit gefreut. Also wir haben verschiedene Körperprodukte, wie schöne Hautöle, Körperlotionen. Wir haben auch Gesichtspflegen und haben aber auch gerade jetzt im Winter zum inneren Wärmen einen Convenience-Tee gegründet, zusammen mit dem Domberg. Ein sehr schöner, erfrischender Kräutertee, der, wie ich finde, uns sehr, sehr gut gelungen ist. Gelungen ist auch die Architektur des Ladens. Im umgebauten früheren Marstallgebäude galt es, in historischen Mauern ansprechende Räume zu gestalten. Wir haben versucht, mit unserer Innenarchitektur, das muss man so sagen, den Raum trotzdem wirken zu lassen. Also gerade das Gewölbe war uns wichtig, dass das autark bleibt, dass wir das nicht anfassen. Und wir haben versucht, Möbel einfach nur reinzustellen. Also nicht einzubauen, sondern nur reinzustellen, um diese Leichtigkeit zu unterstützen. Außerdem ist unsere Architektur nur die Leinwand letztendlich für die Produkte. Technisches Highlight des neuen Ladens ist ein animiertes 3D-Modell des gesamten Domberges. Über 2 Jahre haben es Julian Gerblinger und Christian Wesolowski entwickelt. Das ist ein interaktives Dombergmodell. Das ist eine Übersicht über den ganzen Domberg in Gebäuden und Flächen. Aber nicht nur irgendwie zum anschaulich machen, wo ist was. Das ist auch lagerrichtig hier drin. Das heißt, der Nordpfeil, man steht genau am richtigen Ort, wie man den Domberg auch hier sieht. Man kann zu jedem Gebäude Informationen anwählen. Das heißt, man kann sehen, was ist das für ein Gebäude, was ist die Historie, die kurze Zusammenfassung, Key Facts. Man kann historische Bilder sich anschauen und kriegt so zu jedem Platz und zu jedem Ort auf dem Domberg eigentlich ein Gefühl dafür. Ein Gefühl für den Domberg im Modell und für Leib und Seele mit den unterschiedlichsten Produkten. Der Freisinger Domberg hat damit ein weiteres Herzstück bekommen.